Die Christen mussten in Höhlen leben. In Höhlen mussten die Christen leben, so stark wurden die verfolgt. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Wir hatten so ein schweres Leben. Und heute noch haben wir ein schweres Leben. Alle 3 Minuten stirbt ein Christ irgendwo durch Verfolgung. Welchen Vorteil haben wir? Wir, die Juden und heute die Christen, wir werden nur verfolgt, nur massakriert, bei lebendigem Leib geröstet. Und tue dies nicht und tue das nicht. Häufet kein Geld an. Wir sollen nicht mal Geld anhäufen. Mein Vater zum Beispiel hat zu mir gesagt, leg immer ein bisschen Geld zur Seite für schwerere Zeiten. Ja, was ist denn, wenn mein Auto kaputt geht? Ja? Und ich habe kein Geld beiseite. Da muss ich, ja. Versteht ihr, was ich meine? Für solche Sachen hat mein Vater mir das gesagt. Und Gott sagt, tu kein Geld anhäufen. Hör ich jetzt auf meinen Vater oder hör ich jetzt auf Gott? Gott kennt unsere Herzen. Ja? Wenn du für solche Sachen, ja, für schwere Zeiten zum Beispiel, du musst immer denken, ja, und Gott kennt dein Herz. Deine Frau hat einen Unfall, verliert ein Bein oder du, ja, oder sogar beide. Da muss ein Rollstuhl her, der teuer ist. Da müssen, ja, und sowas, und sowas. Und an so Sachen müsst ihr denken. Ihr müsst an solche Sachen denken. Und wenn ihr dann kein Geld habt und Party, Party, Party und hin und her, ich will kein Heuchler sein, ich sag's nur, ja. Wir dürfen gute Sachen lernen, ja? Auch wenn wir sie selbst nicht einhalten. Doch wir dürfen gute Sachen lernen, ja? Und wir müssen, wenn das im Herzen vereinbar ist mit Gott, denke ich mal, ich denke mal, ja? Gott sagt, wir sollen kein Geld anhäufen. Aber wenn du das für deine Frau tust und für deine Kinder, ja? Und Gott kennt dein Herz, ja? Kommen wir jetzt in die Hölle?